Keine Sorge. Ich teste die Waffen nur an Kunden, die ich nicht mag. Sieh dich in Ruhe um. Klar. Ich schau's mir an. Jede Waffe wurde an jemandem getestet, der es verdient hatte. Hancock ist der Bürgermeister hier. Hat sich selbst ins Amt gewählt. Wird aber von allen akzeptiert. Wenn du Vorräte und Ausrüstung brauchst, dann ist Daisy's Discounts der richtige Laden. Kennst du Schach? Hey. Manchmal muss man eine Figur opfern, Job um das erledigt. Spiel am Laufen zu halten. Sinjin ist tot. Das? Ganz allein hast du den großen, bösen Sinjin erledigt. Dann tanzen wir weiter auf dem Drahtseil der Freiheit. Hier, für deinen Einsatz. Gibt es noch mehr zu tun? Du hast schon mehr als genug getan. Ah, Kent, Kumpel. Warum das lange Gesicht? Du hast doch, was du wolltest. Ich wurde gefoltert. Bin fast draufgegangen. Das ist ganz anders als in den Hörspielen. Hey, wir wurden doch alle schon mal gefoltert. Wer gegen das Böse kämpft, der trägt eben immer ein paar Narben davon. Kommt schon. Good Neighbor ist jetzt dank euch beiden ein wenig sicherer. Was wäre Shroud ohne seinen treuen Freund Red Reinhardt? Das bedeutet mir eine Menge. Ich brauche etwas Zeit. Zum Heilen, weißt du? Aber danach habe ich ein spezielles Projekt im Auge. Nur für dich. Ich schalte meinen Radiosender wieder ein, wenn ich Fortschritte machen sollte. Wir haben es nicht an die Spitze dieser Stadt geschafft, indem wir immer nett und fair waren. Jetzt. So. Verschwinde! Lass mich rein. Edward Deegan hat mich hergebeten. Ah, du bist's. Gut. Komm rein. Jetzt lernst du den Boss kennen. Klingt gut. Jack, die Neue ist hier. Moment, Moment. Ich muss nur noch... Er kommt gleich. Verdammt. Ich muss die Mixtur noch anpassen. Hallo, hallo. Willkommen im Hause Cabot. Ich bin Jack Cabot. Was ist das für ein Ort? Das ist das Haus meiner Vorfahren. Die Cabots haben hier schon immer gewohnt. Schon lange vor dem Großen Krieg. Wenn du dich fragst, warum wir hier geblieben sind,
obwohl Boston in erbärmlichem Zustand ist. Nun, diese Geschichte muss warten. Edward hat gesagt, dass du mit mir reden willst, bevor er mich anheuert. Ja, Edward findet es lästig, aber ich möchte jeden persönlich kennenlernen, der für mich arbeitet. Bitte setz dich. Wie wär's mit einem Drink? Edward, den guten Bourbon, ja? Bevor wir zum Geschäftlichen kommen, habe ich eine Frage, die ich allen neuen Mitarbeitern stelle. Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt, Herr Edward? Die Frage lautet: Glaubst du, dass es im Universum andere intelligente Lebensformen gibt? Das Universum ist groß. Dort draußen kann es alles geben. Wunderbar. Die meisten Leute sind zu engstirnig, um an ein unendliches Universum zu glauben. Aber ich rede nicht von fliegenden Untertassen und kleinen grünen Männchen. Ich meine die verborgene Geschichte unseres Planeten. Die Ursprünge der Menschheit. Uralte Kräfte, die moderne Wissenschaft selbst auf ihrem Höhepunkt kaum begreift. Das klingt interessant. Wie schön, dass du das sagst. Das ist zu meinem Lebenswerk geworden. Mein Ansatz kombiniert strenge wissenschaftliche Methodik mit einem absolut offenen Geist. So vieles ist uns nicht mehr zugänglich, da die Menschen glauben, die Antworten schon zu kennen. Mein Vater hat eine Stadt in der Rub al-Khali in Arabien entdeckt, die auf 4000 Jahre vor dem Entstehen der menschlichen Zivilisation zurückgeht. Die Bauwerke und Artefakte waren seltsam, sogar verstörend. Eindeutig nicht von und für Menschen. Ich habe mein Leben lang versucht zu entziffern, was er entdeckt hat. Jack, kann ich ihr sagen, was sie zu tun hat? Entschuldige, Edward. Manchmal vergesse ich mich. Schickst du sie los, damit sie nach der verlorenen Lieferung suchen? Ja. Gut, dann lasse ich euch jetzt in Ruhe. Wir reden ein andermal weiter, wenn es etwas ruhiger ist. Das ist jetzt nicht wichtig. Willkommen in der Familie. Okay, du bist offiziell angeheuert. Glückwunsch. Ich bin bereit für meine Arbeit. Gut, das gehört übrigens zum Job. Bleib am besten aufgeschlossen für alles. Jack mag zwar exzentrisch sein, aber er ist nicht... Meine Aufgabe für dich ist einfach. Jack besitzt eine Anlage nördlich von der Stadt. Uns ist ein wichtiges Paket zwischen dort und hier verloren gegangen. Ich möchte, dass du es findest und zu mir zurückkommst. Noch Fragen? Eigentlich nur eine Million davon. Fang bei der Parsons State Irrenanstalt an. Lass dich vom Namen nicht irreführen. Das ist nur ein sicheres Gebäude, das wir nutzen. Wir denken, dass der Kurier in einen Hinterhalt geraten ist, als er von dort aufbrach. Die Wache hat in der Ferne Schüsse gehört, weiß aber sonst nichts. Sprich mit Maria bei Parsons. Sie ist dort für die Sicherheit zuständig. Sie kann dir die richtige Richtung zeigen. Bist du ansonsten bereit? Ja, wir sehen uns bald mit dem Paket wieder. Viel Erfolg. Lass dich bei deinem ersten Job nicht umlegen. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Karawane oder Raider?
Ich bin allein hier. Selbstständig, was? Okay, komm rein. Aber keine Schießerei. Der Markt hat geöffnet. Du kannst handeln, so viel du willst. Nachdem das Institut jetzt offen agiert, wird das mit den Entführungen noch schlimmer. Denk an meine Worte. Warnung! Verstoß gegen Gewerkschaftsvorgaben entdeckt. Letzte Pause war vor 9.999 Stunden.
Was das sein? Irgendwo. Ich dich da draußen riechen können, kleine Schleichratte. Mensch, 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 haben Leckerli für dich. Wieselige Menschen. Ewig verstecken. Ewig verstecken. Du kommen raus aus Versteck. Aha, dich haben. Du mich sehen, Mensch, das dein Tod. Commonwealth uns gehört! Ja! Ja! Glaub nicht, dass ich das Schloss knacken kann.
Durch. Geschlossen. Hop.
Thank you.